Hallo und herzlich willkommen zur Passcom Trainingsserie. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen unseres Passcom Clients. Was hat alles für Funktionen? Wie funktioniert er? Und ja, wie bedient man unseren Passcom Client? Zeigen wir Ihnen alles in diesem Video. Matthias, ich würde sagen, wir springen ins Geschehen. Wir haben schön unseren Passcom Client installiert. Jetzt geht es daran, ja, den Passcom Client mit der Telefonanlage zu verbinden. Was gibt es hier zu beachten oder ja, wie funktioniert es vor allem? Ja? Ja, also wir gehen jetzt da von End-User-Sicht aus. Also vorinstalliert ist alles. Irgendjemand hat vielleicht auch mein Zeug verkabelt. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus und jetzt schauen wir uns an, wie das dann für mich hier aussieht. Ich brauche einen Usernamen, ein Passwort und einen Server, an den ich mich anmelde. Der Username ist mein Username at der Instanz, die ich benutze. Das heißt, in der Passcom Cloud Server, Beispiel, jetzt gibt es viele Instanzen. Das heißt, ich muss das hier sagen. Es kann natürlich sein, dass ich mich auch on-site, also vor Ort, an einen Server anmelde. Dann brauche ich den Namen hier von meinem Admin, den der vergeben hat, oder die IP-Adresse oder was weiß ich. Wenn es auf diesem Server nur eine einzige Instanz gibt, kann ich das Add auch weglassen. Genau, Das da, ist, wie man dann es sich weiß der hier Client sowieso, wo er hin muss, und in der anmeldet. Cloud braucht man immer noch die Instanz, genau. Dann melde ich mich an. Der Client präsentiert sich dann hier in voller Größe. In seiner vollen Größe habe ich drei verschiedene Sektionen. Hier habe ich einmal alles, was Kontaktliste ist und Umschalten der Menüs. Hier habe ich ein dynamisches Menü, wo am Anfang die Suche eingeblendet wird, Startseite, paar Hints, Feedback geben, Release Notes und so weiter. Und hier herüben habe ich mein Softphone oder die Fernsteuerung meines Hardware-Telefons. Dazu kommen wir in einer Minute gleich nochmal dazu. Auf dieser Seite beschäftigen wir uns jetzt zuerst mal mit der Kontaktliste. Hier sehe ich mich selbst. Das ist immer ganz wichtig. Ich kann natürlich hier Avatarbild hochladen etc. pp. Einfach draufklicken, dann komme ich da rein, kann das hochladen. Hier habe ich dann die Liste meiner Kontakte und da gibt es das Erste, was ich verstehen muss. Was bedeutet jetzt da dieser Hörer und was bedeutet da dieses kleine Symbol hier, das ein Mobiltelefon symbolisieren soll, und was bedeutet das mit dem Desktop hier? Dazu muss man verstehen, dass wir zwei verschiedene Stadien in der Anlage haben. Einmal ist jemand telefonisch erreichbar Genau. und einmal ist jemand an irgendeinem unserer Clients online, Mobile, Desktop. Ist jemand per Telefon erreichbar, kann es auch sein, wenn er seinen Computer aus hat. Er hat nur ein Hardware-Telefon, vielleicht hat er gar keinen Client, nutzt den Komfort unseres Clients gar nicht, soll es geben. Dann ist er nur mit Telefon erreichbar und wäre dann quasi niemals da dort online, Stimmt, weil ja, würde einfach unter den Tisch gekehrt werden, weil er Und keinen dann Online-Status hat. dem Punkt kommt ja auch der Clou, denn der Passcom-Client geht ja weit über das Telefonieren hinaus. Das ist ja eine UC-Lösung und man sieht dann anhand des Verfügbarkeitsstatus, kann ich denn überhaupt mit dem chatten? Ist er denn überhaupt da? Na, beim Chatten hat im Grunde nichts mit dem Telefonieren zu tun. Genau, es Ja. gibt einen anderen Extremfall. Jemand hat überhaupt gar kein Telefon, keine telefonische Erreichbarkeit, ist aber verfügbar und ich könnte chatten. Und das kann ich hier ablesen, ganz genau, an diesem Status. Hier haben wir auch zwei Beispiele. Der graue Hörer heißt, er ist einfach auf keinem seiner Geräte gerade telefonisch erreichbar. Hier schon. Und hier drüben sehe ich, und der hat gerade sein Mobiltelefon offen. Das ist der Status, den er automatisch einfach ersetzt. Das heißt, wir wissen dann, der ist gerade am Mobiltelefon, oder wenn man dieses Symbol hier sieht, wissen wir, der ist gerade am PC. Der User selber kann aber auch noch Dinge übersteuern. Das kann jeder hier machen. Ich kann sagen, bitte nicht stören, wäre ich hier so rot. Und das hat meine Kollegin hier auch gemacht und kann dann diesen Status übersteuern. Das heißt, obwohl sie hier aktuell am Mobiltelefon zugange ist und obwohl sie telefonisch erreichbar ist, würde sie nicht gern gestört werden. Genau. Das heißt, ich kann als User meinen Kollegen mal beurteilen, wo ist er denn, in welcher Situation befindet er sich gerade, und zusätzlich kann der Benutzer noch sagen, ja, aber bitte störe mich nicht. Ich bin zwar mein PC und arbeite da gerade, ihr seht es auch, aber ich bin gerade in einem Meeting. Bitte ruft mich nicht an Genau. oder bitte schreibt bloß eine Chatnachricht. Wichtig an der Stelle zu verstehen ist, es ist keine richtige DND-Funktion, es ist nur eine Signalisierung der Kollegen gegenüber, bitte, ja, stört mich gerade nicht. Also nicht, dass Sie jetzt davon ausgehen, Sie machen das einfach auf Rot und haben dann Ihre Ruhe. Es ist lediglich eine Signalisierung. Signalisieren. Wir haben noch ein Follow-Me-System, da wo ich das Genau. wirklich dann aus- und einschalten kann, was wir unter Telefonie Advanced dann erklären, wie das alles genau funktioniert. Aber im ersten Moment bleibt es so.
Was kann ich dann in dieser Liste noch machen? Also ich sehe halt alle meine Kollegen und die sind jetzt hier irgendwie, vielleicht empfindet man das als komisch sortiert, weil es ist irgendwie nicht alphabetisch, es ist aber irgendwie auch nicht nach Durchwahlnummer, die ich hier sehe. Was ist das? Das ist jetzt so sortiert, dass der mit dem letzten Kontakt, den ich hatte, ganz oben ist. Vielen gefällt das nicht. Es ist praktisch, weil der babbelt dann automatisch nach oben, wenn ich den habe. Vielen gefällt es nicht und wir können das auch umstellen. Wenn ich hier in meine Optionen reingehe, kann ich hier gleich am Anfang definieren, wie ist denn das sortiert, und ich könnte natürlich auch hergehen und kann sagen, ja, ich will das nicht nach letzter Aktivität, ich will die einfach alle nach Namen sortiert haben. Jetzt habe ich eine alphabetische Reihenfolge. Oder es gibt auch immer noch sehr durchwahlfixierte Menschen, die sagen, ich will immer das alles nach Durchwahl sortiert haben, kann ich dann das auch an der Stelle realisieren. Jetzt ist ja an der Stelle die Liste recht lang. Also wir haben jetzt gesehen, es ist alles schön fortlaufend. Was haben wir für Möglichkeiten, um ja, das ein wenig zu filtern? Jetzt, ne, Mann, ich hätte dich als Lieblingskollegen und ich möchte nicht immer die ganze Liste runterscrollen. Wie können wir da vorgehen, dass wir das ein bisschen filtern? Da gibt es mehrere Dinge, die ich machen kann. Ich kann zum einen sagen, ja, Lieblingskollege, ich gebe dem hier ein Sternchen. Dann ist der immer ganz oben. Ich habe jetzt hier dann auch, grenzt er das ab in Favoriten und in alle. Und ich kann jetzt sagen, mit dem habe ich oft Kontakt, mit dem und mit dem. Das kann ich machen, egal in welchem Sortiermodus ich mich befinde. Das heißt, ob ich jetzt nach letzte Aktivität oder Name oder so, würde alles so sortiert werden, plus er würde es auf diese Weise gruppieren. Natürlich kann ich dann auch noch hier filtern, wenn die Liste wirklich lang ist, kann ich sagen, ich will jetzt hier nach You suchen und dann habe ich hier einen schnellen Filter, der das so abfiltert. Oder es gibt auch einige Filtervorgaben. Ich kann sagen, mich interessieren nur Leute, die überhaupt online sind, mit denen ich überhaupt chatten kann. Mich interessieren nur Teams, mich interessieren nur Gruppen, mich interessieren nur ungelesene Nachrichten, mich interessieren nur meine Favoriten. Also ich kann es noch weiter nochmal filtern. Sollte das immer noch nicht reichen, hat der Administrator die Möglichkeit, sogenannte Rollen einzuführen und kann zu sagen, Abteilung A, Abteilung B, Abteilung C, und dann bekomme ich bei meinen Filtern auch noch die Abteilungsfilter und so weiter oder Standortfilter. Die kann ich aber nicht als User machen, sondern das sind jetzt die Möglichkeiten, die ich als User habe, das zu tun. Schön, gut. Du hast zu Beginn am Anfang gesagt, wenn man das Vollscreen-Layout hat, ist in der Mitte so ein dynamischer Content-Bereich. Was kann ich da in dem großen Layout alles sehen? Ich weiß, übersichtshalber, wir haben Telefonbücher, Journale, die Suche ist mit drin, aber wie funktioniert das Ganze genau? Es ist jetzt so, dass wir hier auf der Seite haben ein Journal, also ich sehe halt, welche Anrufe ich als letztes hatte, und immer, was ich hier so anklicke, wird jetzt hier in der Mitte geladen. Ich kann jetzt auch auf jemanden einfach draufklicken, weil ich mit dem gerne chatten würde. Kann ich sagen, hallo. Und dann ist es hier in der Mitte in diesem Bereich. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich das auch wieder schließen. Was man hier sieht jetzt auch sehr schön ist, ich habe jetzt geantwortet, mein Chatkontakt. Dann sehe ich das auch gleich in den Zählern. Was eine sehr praktische Funktion ist bei sehr langen Listen, ist, ich sehe hier, ich habe einen Einser. Die Liste ist aber so lang, dass der irgendwo ist. Machen wir das mal, simulieren wir das. So ist es ja irgendwo. Dann kann ich hier auf den Einser klicken und er setzt mir automatisch den Filter von ungelesenen Nachrichten. Toll gemacht, ja. Und das ist sehr, sehr praktisch, um das schnell da wieder herzukriegen. Also auch zum Thema lange Listen. Und man hat jetzt auch gesehen, während du geklickt hast im System, wie leicht es eigentlich von der Hand geht. Man hat den Blick immer auf seine Kontaktliste, hat im dynamischen Bereich mit dem, was man gerade aktuell arbeitet. Und das funktioniert natürlich auch während des Telefonierens. Ne? Ganz klar. Also man kann telefonieren und währenddessen hat man seine Kontakte auch im Blick. Und je nachdem, wo man gerade in dem Content-Bereich ist, kann man natürlich auch weiterarbeiten. Und das macht es eben so flexibel und die Zusammenarbeit fördert es ungemein. Ne? Ja, das ist richtig. Was ich jetzt noch eingehen will, was noch wichtig ist, ist das Telefonbuch, weil wir sind doch eine Telefonanlage und braucht man ein Telefonbuch doch auch sehr oft. Das habe ich hier. Ich kann natürlich jetzt in einem Telefonbuch rumblättern, einfach so. Was wir aber auch können, ist natürlich suchen. Und zu dem Suchen möchte ich ein bisschen was sagen. Wir haben hier diese Suche und ich kann jetzt da zum Beispiel nach Julia suchen und dann sehe ich sehr viele Ergebnisse, unter anderem auch den Telefonbucheintrag. Sehe aber auch, dass das hier noch in Journalen waren, dass ich mit der ein paar Mal schon telefoniert habe. Dass es zufällig auch eine Kollegin von mir ist, sehe ich hier.
ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Was ich aber in der Praxis sehr oft sehe, ist, dass manche nicht verstehen, wie die Suche wirklich gut zu benutzen ist. Und zwar gibt es hier ein Feature, dass ich nach Fragmenten suchen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, die war Julia irgendwie. Julia, es gibt es aber, ich habe 100.000 Einträge, sehr viele. Und dann sage ich You und dann sage ich Li. Und dann sucht er quasi nach den Fragmenten und findet die auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Anfang einer Firma weiß und den Anfang des Namens, kann ich das einfach so eingeben als Kombination und er findet mir das sehr schnell. Das ist, wissen sehr wenige, dass das so funktioniert, suchen dann nach dem Nachnamen, dann habe ich aber 100.000, also ich rede da keinen Blödsinn, 100.000 Einträge in einem Telefonbuch sind keine Seltenheit und dann habe ich viele Ergebnisse. Aber durch diese Kombination von Suchbegriffen, die auch nicht komplett sein müssen, kann ich sehr, sehr schnell meine Ergebnisse suchen. Toll gemacht. Ne? Schauen wir an dem Punkt nochmal kurz auf den Dial Agent, auf das Wählfeld. Das hat auch ein paar nette Funktionen. Was bietet es out of the box? Wir springen rein und schauen mal kurz drauf. Ne? Was man da wichtig verstehen muss, ist, dass dieses Feld hier drüben nicht nur das Softphone ist, sondern es kann alternativ auch die Fernsteuerung meines Tischtelefons sein. Das kommt auf den Administrator an, wie er mir das eingerichtet hat, ob der mir jetzt ein Softphone zugeteilt hat oder nicht, ob ich ein Hardware-Telefon bekommen habe auf meinen Tisch oder nicht. Wir zeigen das her. Jetzt ist es aktuell ein Softphone. Wie funktioniert das? Ich rufe jetzt zum Beispiel hier zum Testen, das ist ein schöner Test, meine Voicemailbox an. Was man sieht ist, dass jetzt bei mir beginnt das Telefon hier zu werden. Das heißt, wie funktioniert das jetzt und wie kann ich sagen, will ich jetzt das wirklich als Software nutzen oder als Fernsteuerung? Dazu gehe ich hier in die Einstellungen rein und bei den Einstellungen habe ich hier meine ganzen Settings fürs Telefon oder fürs Softphone und habe ich hier meine Geräte und kann hier sagen, welches Gerät ich gern ausgehend verwenden würde, entweder mein Passcom Softphone oder mein SNOM-Telefon, das ich hier stehen habe. Und das kann ich auch wechseln. Ich kann sagen, naja, ich will nur das Softphone nutzen oder ich habe vielleicht nur ein Softphone oder ich habe vielleicht nur ein Hardware-Telefon, dann nimmt er das natürlich nur automatisch, wenn es nur eins gibt. Aber ansonsten mache ich das so. Und wenn ich jetzt das Allergleiche mache, rufe ich wieder meine Voicemailbox an. Und man sieht, wenn du mal aufs Telefon gehen willst, das Telefon bleibt jetzt still. Das ist jetzt wirklich mein Softphone, das das macht. Und so kann ich mich halt da entscheiden, will ich entweder ein Telefon fernsteuern oder will ich ein Telefon, Softphone direkt hier benutzen? Genau. Ja. Zu guter Letzt machen wir noch einen kurzen Abstecher in die Einstellungen, dass wir so einen groben Überblick bekommen, was man denn alles wie wo einstellen kann. Wir gehen da jetzt nicht gar so in die Tiefe, dafür gibt es die nächsten Videos, aber dass wir einen generellen Überblick bekommen. Wo kriege ich in die Einstellungen? Die habe ich hier. Was kann ich einstellen? Das haben wir schon erwähnt, alles was meine Kontaktliste betrifft. Ich kann Avatare vergeben, wie ich sortiert haben will, Listenstile einstellen, Auto-Away nach 600 Sekunden Inaktivität werde ich automatisch als Away gekennzeichnet, kann ich verstellen. Hier kann ich Rufumleitungen setzen. Das hier ist noch eine wichtige Sektion, wenn ich ein Headset benutze von unterstützten Hersteller, Sennheiser, Jabra, Plantronics, erkennen wir das automatisch und ich kann das dann hier einstellen, wie ich das gerne mit meinem Softphone nutzen möchte. Hier habe ich eine Videokamera. Wir haben hier unsere Studiokamera als Videokamera, deswegen sehen wir uns jetzt selber. Aber die kann ich natürlich für meine Zwecke konfigurieren, wenn es dann um Conferencing geht. Meine Geräte habe ich hier. Das heißt, ich kann hier jetzt auch einstellen, wann meine Geräte wie, wann, wo läuten sollen und so weiter und so fort. Es sei denn, der Administrator hat mir das verboten. Ansonsten kann ich hier halt Einstellungen machen. Das schauen wir uns aber im Thema Telefonie im Detail an. Genau. Was es hier noch gibt, es gibt Freunde von hellen und dunklen Themes, deshalb bieten wir beide an. Das kann ich hier umstellen. Die ganzen Pickup-Benachrichtigungen, Pop-Ups kann ich hier bestimmen, ob ich das haben will. Es gibt so extra Pop-Ups für alles Mögliche, die kann ich einen ausschalten. Hier gibt es noch was Praktisches. Es gibt verschiedenste Shortcuts, auch globale Shortcuts. Click to Dial ist sehr beliebt. Da markiere ich einfach eine Nummer, drücke den Shortcut und dann wähle das. Kann ich umstellen, wenn ich das gerne irgendwie anders hätte. Das Schöne daran ist, sie sind schon vordefiniert. Ja. Das heißt, man kann sie ändern, wenn man möchte, kann aber die out of the box gleich benutzen. Ne? Ja,
Zu guter Letzt noch den Responsive Mode von unserem Client. Also es gibt genau, wollte ich noch darauf hinaus, denn man muss nicht immer das ganz große Layout auf dem Display haben. Man kann sich das auch zurechtschieben, wie man möchte. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, man kann es entweder per Hand einfach natürlich kleiner und größer schieben, wie jedes Fenster. Es gibt auch Shortcuts dazu. Bei mir ist es jetzt Command 1. Dann geht er in diesen Modus hier. Und man sieht schon, da unsere Clients alle gleich sind, schaut er jetzt aus wie der Mobile Client und ich habe die gleiche Funktionalität. Ich gehe hier rein in den Chat, kann wieder rausgehen, ändert sich. Ich habe aber alle Funktionalität jetzt hier auf Mobile zur Verfügung, also in der kleinen Ansicht. Es gibt eine mittlere Ansicht und es gibt die große, wo alles drei nebeneinander ist. Also auch hier kann ich mich entscheiden, wie ich das gerne hätte und kann auch mit den Shortcuts schnell zwischen den Größen wechseln. Genau. Ja, wunderbar. Haben wir einen Überblick bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.